Guys, willkommen zurück zum Spiel gegen den VfL Wolfsburg. Die Barbaren sind los! Oh nein! Ja, die Barbaren sind rot sind sie. Die Barbaren sind rot. Ja, die Barbaren sind rot. Ja, definitiv. Wir Rebellen oder Barbaren haben das Spiel um einen Tag verlegt. Unfassbar. Das heißt, wir spielen jetzt gegen Wolfsburg am Sonntag und wenn wir gewinnen, springen wir auf Platz 5, ziehen damit an Wolfsburg und Bremen genau, vorbei. Springen wir Platz 5. Du musst hören, mache wie die Ohren. Ich habe gesagt, springen auf, aber wir können es auch sprengen. Gerne. Dann gibt es keinen Platz 5, dann gibt es Platz 1, Platz 2. Ja, genau. 4 ja. Und Platz 6. Deine Tribüne ist da schön verschwunden, das heißt, die Leute können noch höher fallen. Noch höher fallen? Ja, klar. Ist doch hammer geil, oder? Ist umgedreht. Ja, Logo. Ach, da, ich hab's jetzt gezeigt. Nach oben fallen sie. Dindilin, das ist ein... Ja, hallo, ich sehe fast aus wie ein Chineser. Wer, der Ref? Ja, fand ich schon, oder? Dummes Gelaber, ey. Entschuldigung. Wo ist die Tribune hin? Halt die Fresse! Du wolltest nämlich was Gemeines sagen, ne? Nee, ich wollte nur fragen, wo die Tribune hin ist. Ich dachte, da kommt jetzt sowas wie, ja, ich habe gehört, da kann man sehr hoch fallen. Nee. Herr Platzwart? Nein, du sagst nix. Herr Platzwart? Ja? Wo ist die Shibuni hin? Das ist sehr gefährlich, die Leute können... Ja? Da müsstest du hier aufpassen. Mindestens hier schon oben so ein Netz spannen, dass die Leute nur bis zum Netz fliegen. Und da kommen sie dann auf ein Seil oder so. Oder Festbindi. Oh Mann, löst mich doch bitte. Ja, sie könnten hochfahren. Oh, da hält sich einer am Flutlicht fest. Helft dem Mann noch mal. Moment, wir können uns kein Flutlicht leisten. Das findet auch dieser Kerl so und macht das 1-0. Eta ist schlechter. Ach, das ist nur ein Wolfsburg-Fan? Oder lass den fliegen. Ja, hier nicht gut aufgepasst von unserem Team. Er hat gejubelt, hat losgelassen. Oh oh. Jetzt ist er hochgefahren. Jetzt fliegt er hoch. Na, V, das gibt die gelbe Karte. Ich lasse diese unglaublich vorteilhafte Situation nicht weiterlaufen, Rico Schenke. Weißt du, ist mir egal, ob er durch gewesen wäre. Guck mal, ich habe ein Geschenk für dich, Rico Schenke. Gelbe Karte für dich. Meinst du, er freut sich darüber? Die schenke ich dir. Da ist wieder Thomas Hitzels Pergamentpapier. Der komischerweise immer noch im Stammspiel. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich meine, gut, der Junge war mal Nationalspieler, aber der ist dann so eingeknickt. Und auch hier ist Klos eingeknickt, aber eher nach Einwirkung von diesem Ginger. Der eigentlich kein Ginger ist. Wer ist braunhaarig, Mann? Ja, Freistoß an den Pfosten, aber wir nähern uns mal wieder ein wenig an und schießen die wenigstens nicht Richtung Eckfahne. Ist ja schon mal was, ja, ne? Ja, ist so. Wo? Aber merkst du, dass wir in diesen direkten Duellen einfach so scheiße aussehen? Ich meine, gegen Dortmund verloren, obwohl wir die Chance hätten, auf 4 Punkte zu verkürzen und jetzt gegen Wolfsburg im Rückstand. Uns läuft selbst Europa weg. Europa, komm zurück! Sonst fliegst du noch hoch! Oh nein! Mongo. Ich hasse dich. Ja, Mimmel. Ja. Entschuldigung. Also nehme ich dir das irgendwie nicht ernst. Ja, ich Chinesen-Referee, der eigentlich gar nicht so aussieht, gebt ihnen Gaub, Herr Ritzels Pergamentpapier. Ja, er versucht jetzt irgendwie zu retten, indem er gegen dich. Halt die Fresse! Oh, dann bekommen sie wieder, ey. Komm du mal das nächste Mal her, da gibt's sowas von Prügel. Klos? Mach's doch jung! Oh, du konntest noch gehen, ey. Wo schießt du denn hin, du Arsch? Ja, wirklich! Ludwig, mag den Ball! Also, ich meine Althoff! Also, fertig Spieler schon. Spacko. Wie hast du mich genannt? Das gibt eine Suspendierung. Ein Disziplinarverfahren gegen Dirk. Suspendierung, 30 Tage Hausarrest. Im Hotel. Ja, wo wir alle leben. Alle zusammen.
Wir leben nur für das Team und Wolfsburg lebt nur für Rico Schanka. Der hat uns jetzt eingeschenkt. Wir haben ihm das Tor aber auch geschenkt jetzt, also. Soll ich noch nachschenken, hat er gefragt. Ja, mach mal. Hier, ich schenke euch dieses Tor, hat er sich gedacht. Also wenn jemand so heißt, ne, und seinen Namen mit so viel Selbsthumor nimmt, also ich würde den Jungen feiern. Jo, echt, ne? Ja. Wie, keine anderen Ergebnisse. Was soll das? Ja. Niemand spielt am Sonntag, nur wir. Denn am Sonntag ist Ruhetag, da gehen sie alle brav in die Kirche. Da müssen wir aufpassen, auch da fehlen manchmal Bänke, wo man hochfallen könnte. Ja. Ja, habe ich gehört. Could be. Ich mag dich auch. Ja, aber komisch, dass wir noch niemals so gefährlich in Tornähe kommen. Naja, wir müssen uns halt für die internationalen Ränge dadurch qualifizieren, dass wir hier die Euroleague gewinnen. Wenn wir Euroleague gewinnen, sind wir dann CL? Nee, nur Euroleague. Da sind wir dann weiterhin Euro. Ja, wird das sein können, dass man sagt, so, ey, die haben die Euroleague gewonnen, da sind die zu gut für die Euroleague und kommen in die Champions League. Schwachsinn. Ludwig, Ajung, Ajungs! Ajung, es geht schon wieder los wie gegen Dortmund, ey. Ja. Ajung, Ajung! Ey, Young! Ashley Young? Ashley Young, genau. Ja, David, geh durch und mach den mal vielleicht. Mann, ich kann da nicht weiter! Hat der Ref jetzt so gesagt. Der kommentiert nämlich das Spiel mit. Ja. Reichs-TV! Klos wird gefault, es gibt den Freistoß. 45, hier sind die Nachrichten von RTL. Nee, von Reichs-TV. Gefahren im Dortmunder Stadion. Eine Tribüne wurde einfach abgerissen und nun besteht die Gefahr dort hoch. Panky Dortmund versucht irgendwie mit Panky Dortmund weigert sich vehement Abwehrmaßnahmen diesbezüglich anzubringen. Kein Netz oben gespannt, dass man die Leute runterholen könnte. Die Kripo ermittelt wegen schwerer Körperverletzung in 20 Fällen. Ein Wolfsburger Fan schwebt bereits um den Mars. Weitere Infos folgen natürlich hier bei RTL aktuell. Oh, oh mein geiles Entertainment. Auch hier weiß ich schon fast, wie der Titel heißt, beziehungsweise was in der Beschreibung steht. Ja, glaube ich dir. Darfst du auch beschreiben. Nee, ich möchte wie Galaxy machen. Da kann man viel lustigere Sachen draus machen. Sachen. Was willst, ja, denn, wirklich so. Was willst du lustiges machen? Weiß nicht, also Galaxy, allein durch die Themenwelten kann man dann schon viele lustige Beschreibungen hinklatschen. Genau. Fertig. So, Leute, wir haben noch gut 16 Minuten. Oh, Althoff. Bitte was? Der spielt für die Wolfsburger. Push. Komm, die Flanke muss jetzt mal sitzen. Die Flanke vor allem. Die muss sitzen. Direkt verwandelt die Flanke. Schön. Siehst du einen so, auch wenn du hier nicht sitzt? Siehst du was? Jung, yes. Ey, Young. Ja, Klaus, super, aber ja, erstmal ausgiebig Jubel und ein Tänzchen noch hinterher. Warte, ich komm noch mit, dann tanze ich mit. Ist ja nicht so, dass wir unter Clubbering Time sind, die Idioten. Ja? Jetzt wechseln ja nur das Socken ein. Vorsicht. Vorsicht. So, hoffentlich werden wir nicht nochmal gefragt, ob hier nachgeschenkt werden soll. Das wäre jetzt etwas bitter. Es wäre cooler, wenn das Team mal was für die Offensive machen würde. Aber da haben sie jetzt irgendwie nicht so Bock drauf nach dem ausgiebigen Jubel. Nee. Oh nee. Gott, nein! Ich fall da noch hoch! Nee, ich habe ja hier eine Sickere auf der Haupttribüne. Junge, mach's. Oder ich töte dich. Ja. Das, ne? Die töte ihn 10. Bitte. Ja, dadurch, dass die Tribüne da fehlt, ist natürlich auch der Ball hochgefallen. Oh Gott. Olive. Ja, das Trauerspiel beende ich. Ich, chinesischer Referee. Das war's. Ich sollte vielleicht in meinem Spielbericht erwähnen, dass das Stadion nicht regelkonform gesichert ist. Man könnte dort hochfallen. Oh Gott, Hilfe!
Ich kann mich nicht festhalten, Hilfe! Oh Gott, nein! Ich will nicht zum Mars, damit bin ich viel zu jung! Enzo! Ach scheiße, wo war denn? Scheiße! Hilf mir, bitte! Enzo, mein Lieblingsspieler, hilf mir doch! Nee, nur wenn ich nach Paris darf. Ja, RTL aktuell. Bruce Danell vermisst. Julia Leischig sucht ihn bereits. So, 3 Punkte weiterhin auf die Euroleague. Wir müssen halt jetzt Werder Bremen angreifen und anpeilen. Attacke! Ja, wir Barbaren. Es war ein verdienter Sieg des VfB Wolfsburg. Wenn man so spielt wie wir, braucht man sich nicht zu wundern. Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir nicht ins Spiel geführt. Stopp. Ja? Geh nochmal zurück auf den Schimpf. Hm? Guck mal, was er links sagt. Der Ball ist rund. Super. Da lücht. Kicker ein bisschen, aber nur ein bisschen. Da bist du. Nee, das bist du. Gut, jetzt dürfen wir gegen Augsburg ran. Du guckst da jetzt oben nicht hin. So, Angebot für Tribünennamen nehmen wir natürlich gerne an. Hier die Monopoly World Tribüne oder so wird er dann sein. Ja, ihr Platz ist dann auf der Monopoly World Tribüne. Wo? Ist das die, die jetzt kaputt ist, oder? Da, wo man hochfallen kann. Sportgericht bestätigt. Was? 4 sind zu wenig! Das soll lebenslang gesperrt werden! Meldete sich Bruce Danell zu Wort von der ISS-Raumstation. Ich wurde Gott sei Dank aufgefangen. Ja. Problem ist natürlich, dass die Nahrung jetzt nicht auf so viele Leute ausgerichtet ist. Und die landen und erst wieder in 2 Jahren untern. Und ich rieche die Kohldampffarbe. Deswegen würde ich erstmal in der Bordküche etwas genießen. Tschüss. Er leitet das Training jetzt natürlich auch von der ISS. Hm. Via Satellit zugeschaltet, Bruce Danell. Mhm. Los, arbeitet! Oh, Bruce, wir verstehen dich nicht. Ach, ganz schlecht. Ja. Ja, was? Los, 30 Runden um den Platz. Was? Was? Das geht so nicht. 30 Runden chillen? Ja, gerne. Ja, gerne, alles klar. Was für Schweine. Ich weiß genau, dass ihr mich hört. Ich sehe euch auch glasklar vor mir. Wir verstehen dich nicht, Bruce? Warte, Doro, gib mir den Eiffelturm. Ha, guck ihn dir an, und ich spiele jetzt damit, siehst du ihn? Du kannst ihn mir nicht wegnehmen, Arschloch. Mua, was sollte das? Jetzt hat er ihn geküsst? Ja. Oh. Franzosen küssen doch immer, die machen doch mal hier diese Backküssen, oder? Auch bei Feinden, ich hasse... Waren das nicht Itaka? Nee, das waren auch Franzosen, das war halt... Alle Südländer machen das. Ja. Gut. Auf alle Fälle, nächstes Spiel gegen Augsburg, kennen wir ein bisschen, ne? Bisschen leicht verändert. Aber auf alle Fälle, Augsburg sollte machbar sein. Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Adios. Adios.